Langsam wird's langweilig. Kann ich jemand anders gewinnen? Du bist sowas von ausgebufft. Ich habe euch doch gesagt, dass ihr keiner abbekommt. Ja, deinen letzten Bluff hätte selbst Bruno durchschaut. Du bist einfach zu gut. Die Wahrscheinlichkeit für Heidis letzten Dreier lag angesichts der bereits verteilten Karten bei unter 10%. Ich war mir so sicher, dass du blöffst. Ja, nicht mit drei Damen. Ach, du hast doch gezinkte Karten in den Ärmeln gehabt, oder? Ich hab gar keine Ärmel. Ach so, stimmt. So, das musst du bis Montag reichen, ne? Dein Gewinn beträgt 103 Marshmallows und 37, die bereits gegessen wurden. Ja, danke, Valentin. Das erspart mir das Kalorienzählen. Wieso ist noch nicht gepackt? Und, wie war dein Pokerabend? Ich hab den Jungs die Hosen ausgezogen. Bildlich gesprochen. Ich hab gewonnen. Wow, wie viel? Etwas über 100 Marshmallows. Ja, gratuliere, das ist doch richtig was. Tja, Glück im Spiel. Pech mit Carlos. Ist doch nicht so einfach, die Kumpelrolle. Er hat nach 4 Stunden Poker nicht mal bemerkt, dass ich ein ärmelloses Kleid anhabe. Als Frau bin ich für den eine Glasplatte. Dann schlag ihn dir aus dem Kopf. Besser, wenn er nie erfährt, dass du dich in ihn verknallt hast. Ich werde es ihm bestimmt nicht sagen. Aber leicht ist das nicht, mit dem Kribbeln im Bauch neben ihm zu sitzen und einen auf Best Buddy zu machen. Wie wirst du ihm denn aus dem Weg gehen? Totale Funkstille? Nee, das will ich doch gar nicht. Mir liegt was an der Freundschaft mit Carlos. Und hier? Und hier auch. Da auch. Mhm. Okay. Super. Hm? Mhm. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschö. Guten Morgen. Ah, hallo, unsere Zockerqueen. Von Kerstin. Gracias. Wer war denn die da eben? Das? Ach so, das war meine Steuerberaterin. So ein scharfes Geschoss ist Steuerberaterin? Ja, ne? Kaum zu glauben. Aber sie ist glücklich verheiratet, falls du mich wieder verkuppeln willst. Du, das ist ein Grund, aber kein Hindernis. So eine kleine Affäre? Wie bist du denn drauf? Nein, nein, die Zeiten sind vorbei. Für mich gilt nur noch die eine oder keine. Hört, hört. Dann mach dich nur lustig. Du wirst schon noch sehen, dass ich die richtige finden werde. Und wie sieht sie aus, deine eine? Das Aussehen ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass sie humorvoll ist, dass sie weiblich ist und auf jeden Fall intelligent. Klingt nach Frauenzeitschrift. Sei doch mal ehrlich. Intelligent und weiblich, das heißt doch nicht allzu doof und ein heißes Dekolleté, hä? Falsch. Weiblich bedeutet für mich, dass sie auch mal einen ordentlichen Schokokuchen backen kann. Dass sie über meine schlechten Witze lachen kann und dass, wenn ich mit ihr mal poker, dass ich ihr nicht erklären muss, dass ein Ass höher ist als eine 3. Klingt eher nach einem guten Kumpel. Also, falls du eine lustige, smarte Singlefrau mit Herz kennst, sag mir Bescheid. Bescheid? Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. So ähnlich. Kaffee? Prost mit Carlos. Kerstin, du kennst Carlos doch schon ewig. Ja. Und? Glaubst du, er ist ernsthaft auf der Suche nach einer Beziehung? Ist das am Ende nicht jeder? Er hat mir gerade seine Traumfrau beschrieben. Und warst du's? Eigentlich ja. Oh, Heidi. Wie Männer ihre Traumfrau beschreiben und worauf sie dann wirklich abfahren. Dazwischen liegen Welten. Das klang jedenfalls sehr ehrlich. Scharfes Gerät, die Steuerbraut. Ja, interessiert mich nur nicht. Was ist los mit dir? Ach, ich hab keinen Bock mehr auf diese belanglosen Flirts. Das musst du mir noch ein paar Mal sagen, bevor ich dir glaube. Mich kotzt es langsam an, allein zu sein. Ich treffe immer nur Frauen, auf deren Stirn steht: besetzt, Problem oder ich will eine Affäre. Ach was? Irgendwo läuft eine wunderbare Frau rum, auf deren Stirn steht Carlos. Was ist im Internet? Hast du doch neulich auch wieder angefangen. Ah, da war ich wohl zu ehrlich, da kam nichts. Keiner hat reagiert? Bisher nicht. Das kann doch nicht sein. Ah ja, ich habe aber auch kein Bild reingestellt. Selbst schuld. Jeder sollte mit seinen Vorzügen punkten. Jetzt lass dich nicht so hängen und schau noch mal hier rein. Komm. Wow, nicht schlecht. Ja, aber das ist sie doch bestimmt nicht. Was willst du? Eine notarielle Beglaubigung oder was? Man schreibt dir, das ist eine Granate. Die ist doch schon zu hübsch. Was, wenn die hohl ist?
Immerhin hat sie mittlere Reife und bestimmt einen Garage. Ja, trotzdem, die hat mir geschrieben und sie hat noch nicht mal ein Bild von mir gesehen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Voll Klischee. Aber eine nette Miete. Mm. Miau. Hi, Heidi. Hallo. Hi. Machst du mir ein Espresso, bitte? Ja. Und was gibt's denn Spannendes? Naja, eine Kontaktbörse. Ich dachte, Internetdating ist wie Fischen im Trüben. Ab und zu fängt man doch einen netten Fisch. Hm. Und? Wie läuft's? Naja. Ist nicht von schlechten Eltern, ne? Schritt 1, Profil erstellen. Von wegen Schokokuchen backen. Ich weiß genau, worauf du abfährst, Carlos Garcia. Jetzt werde ich dir mal deine Traumfrau backen. Was ich suche? Ich bin für alles offen, habe Ausstrahlung und Experimentierfreude. Meine positiven Eigenschaften. Da würde ich vor allem Sexappeal, Abenteuerlust und Toleranz nennen. Warte, bis du erst meine Traummaße kennenlernst. 90, 55, 90. Ja, da machst du Stielaugen, was? Carlos, hier ist sie, die Frau, die dir beweisen wird, wie sehr du wirklich an einer ernsten Beziehung interessiert bist. Wie sie heißen soll? Traumfrau, natürlich. Aber da sie nicht so alt sein sollte, 7 Jahre jünger, das ist perfekt für dich. Jahrgang 81. Nicht zu unerfahren, nicht über 30. Na also, fertig ist die Traumfrau 81. Abschicken. Abschicken. Dann wollen wir mal sehen, ob der Fisch den Köder schluckt.